Mit dem Laub fallen auch die Temperaturen. Und das heißt, der Herbst bringt so einige Witterungsveränderungen mit sich, die sich negativ auf den Verkehr auswirken. Wenn das Laub nass ist, müssen Fahrradfahrer besonders gut aufpassen. Gefährlich ist es am frühen Morgen und am späten Nachmittag. Die häufig tiefstehende Sonne oder Nebelschwaden beeinträchtigen dann die Sicht. Die Herbstzeit wird schnell zur Unfallzeit. Ein Zusammenstoß mit Wild kann fatale Folgen haben. Schon bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h entwickelt ein 20 Kilogramm leichtes Reh ein Aufprallgewicht von knapp einer halben Tonne. Also gerade in den dunklen Monaten heißt es Augen auf im Straßenverkehr. Denn viele Autofahrer erkennen Fußgänger auf der Fahrbahn erst dann, wenn es zu spät ist. Speziell für den Herbst ein Grundsatz heißt sehen und gesehen werden durch die dunkle Jahreszeit. Die größten Probleme im Herbst sind natürlich die Sicht. Für uns von Bedeutung, dass der Autofahrer sich morgens genügend Zeit nimmt, auch die Rundumsicht herzustellen. Das heißt, nicht nur einmal den Scheibenwischer betätigen, sondern tatsächlich auch die Sicht nach hinten und zu den Seiten ermöglichen. Das heißt, der Laternenparker muss früher aufstehen und dann halt seine Scheiben komplett freimachen. Nicht nur auf Schulkinder müssen Autofahrer besonders achten. Auch Senioren, die die Straße überqueren möchten, sind in dunkler Kleidung zu dieser Jahreszeit viel schlechter sichtbar. Ja, an die Senioren unsere große, große Bitte, wenn auch die Mode es nicht zulässt, sondern meistens gedeckte Farben getragen werden, bitte irgendetwas Helles mitnehmen. Sei es eine helle Handtasche, sei es ein heller Schirm oder aber auch nur die Zeitung, die in der Hand geschwenkt wird. Damit wird der einzelne Fußgänger, also auch unsere älteren Verkehrsteilnehmer, deutlich besser für die anderen Verkehrsteilnehmer gesehen. Nicht erst bei schneebedeckten Straßen sollte schon jetzt jedes Auto welche haben. Die Rede ist selbstverständlich von Winterreifen. Die Werkstätten erleben nach dem harten Winter einen Boom der Umrüstung. Die Winterreifen sind aus weicherem Gummi und garantieren einen kürzeren Bremsweg. Wenn man morgens aus dem Haus geht, ist es schon richtig kalt und man merkt, die Temperaturen sind schon weit unter 7 Grad, dann sollte man auf jeden Fall schon die Winterreifen machen. Und es gibt ja eine Formel von O bis O, von Ostern bis Oktober. Wir sind im Oktober, also müssen die Sommerreifen runter und Winterreifen drauf. Wir kontrollieren natürlich, ob die Winterreifen in einem einwandfreien Zustand sind, sprich, ob da keine Beschädigungen dran sind, ob die nicht abgefahren sind oder ob die nicht porös sind. Oder wie alt die sind. Also spätestens nach 5 Jahren sollte man Winterreifen wegschmeißen und nicht mehr drauf montieren. Hundebesitzer gehören zu den Fußgängern, die besonders auf ihre Sichtbarkeit achten sollten. Denn die Vierbeiner müssen auch im Dunkeln an die frische Luft. Bei schlechter Sicht sind somit nicht nur im Stadtgebiet kleine oder große Unfälle vorprogrammiert. Also ich bin in der Dämmerung im Feld gewesen und da kam mir dann jemand entgegen, auch mit Hund, der auch nicht sichtbar war. Wir sind also bald zusammengerasselt, ohne uns vorher gesehen zu haben. Ne? Auch Hundeleinen mit Beleuchtung gibt es im Fachhandel. Bei Hunden mit längerem Fell sind diese allerdings nicht immer zu sehen. Ich habe an der Seite so Streifen an der Jacke und eben auch so Aufkleber. Und also ich sehe schon bald selber aus wie eine Laterne, ne, wenn ich rausgehe. Ne? Aber ist ja egal, ne? Für die Autofahrer sollte gelten, gerade in den dunklen Monaten Fuß vom Gas und vorausschauend fahren. Denn die Polizei bereitet sich schon jetzt auf verschärfte Kontrollen vor.